Sollte eigentlich schon längst jemand da sein. Öffnungszeiten sind ab 9 Uhr. No está disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Ich hatte gerade einen Anruf von Ihnen auf meinem Handy. Ja, ich wollte bei Ihnen anrufen, bin ich da richtig bei diesem White Star Motors? Genau. Ja, genau. Und zwar wollte ich fragen, ob ich mir bei Ihnen einen Dalem S2 mieten kann. Ja. Für wann möchtest du denn? Nach Möglichkeit heute, ansonsten morgen. Okay, in welchem Hotel bist du? Im Trovador. Trovador, also das ist ja in der Nähe von, weil wir haben zwei Geschäfte in groß. Lass mich mal kurz auf die Straßenkarte gucken. Wir sind in einem Trovador. Das ist. Ah, okay. Hier. Ja, der ist hier. Na, also, der ist eigentlich oben in unserem anderen Shop. Der ist aber weiter entfernt von deinem Hotel. Also, wenn es möglich ist, können wir den Trovador so in 20 Minuten hier unten haben. Ja, ich muss eh, bis ich zu Fuß bei euch bin. Wir würden dann nachher okay. losgehen. Das dauert eh noch eine gute halbe Stunde. Okay, alles klar. Dann trage ich da schon mal ein und dann könnt ihr den gleich hier abholen. Das ist noch nicht mal einfach. Okay, dann mache ich mich jetzt ein klein bisschen hübsch. Boah, echt zu hübsch, brauche ich nicht machen. Ist dann eben im Helm wieder alles klar. Und dann klopfe ich mal drüben bei Michaela an. Dann machen wir uns auf den Weg. Euch nehmen wir heute wieder mit. Nicht so faul wie gestern. Also. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. Das ist das kleine Baby, das wir uns ausgeliehen haben. Hat zwar schon ein paar kleine Schrammen. Und ja, ist nur ein Roller, ist kein Motorrad. Aber das passt uns jetzt absolut. Weil brauche ich mich nicht aufs Schalten konzentrieren, kann gemütlich fahren. Plus die Strecke hierauf kann man je nirgends schneller fahren als die 40, 50 Sachen. Das sind nur doch etliche Kurven. Und wir haben genug Stauraum. Also ich kann die komplette Fotoausrüstung hinten im Topcase mitnehmen. Und Michaela hat ihren Rucksack unter der Sitzbank. Und so machen wir uns gerade auf den Weg hoch zum Tede. So, aufgewärmt haben wir uns jetzt wieder ein klein bisschen. Dann nehmen wir die nächste Etappe. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Und ob wir noch einen schönen Blick erhaschen. Dass ich das Mikrofon jetzt einigermaßen windgeschützt angebracht habe. Ich habe keine Deadcat für das kleine Lavalier-Mikrofon. So, wir sind jetzt auf 2400 Metern Höhe am Fuße des El Teide, also direkt auf der letzten Plateau unterhalb vom, stehen die Sonne, direkt unterhalb vom Vulkan selber. Und ich versuche mich jetzt gerade noch ein klein bisschen zu orientieren. Eine Ambulanz gekommen. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Hoffentlich nur ein paar Blasen am Fuß. die Straßen hier oben sind wunderbar zu fahren in einer absolut hammermäßigen Qualität. Und man muss nur ein bisschen aufpassen, wo man hintritt, weil das Geröll echt sehr hart ist. Ja, jetzt werden wir uns hier noch so ein bisschen umgucken. Und dann schauen wir mal, ob es weitergeht direkt auf den Teide rauf. Ui, Michaela hat schon wieder einen Ausblickspunkt gefunden. Ha
Ja, die ist immer fleißig unterwegs, wenn es um solche Sachen geht. Ich hoffe, der Ton ist eben einigermaßen brauchbar. Also wir gucken uns jetzt noch ein klein bisschen um, ein paar Fotos schießen und dann geht's weiter. Da steht sie oben, in der blauen Jacke, an der erkennt man sie ganz gut. Cool wäre noch gewesen, auf den Teddy geht so eine, man sieht es oben rechts grad, da geht eine Bahn hoch. Allerdings muss man das Ticket ein halbes Jahr vorher reservieren, sonst hat man da keine Chance. Und das haben wir leider nicht gemacht. Ja, das heißt leider, vor einem halben Jahr wusste man noch gar nicht, dass man hierher fliegen. Manchmal wundert mich, dass immer noch ganz fleißig Leute mit so riesengroßen Videokameras rumlaufen. Ich meine, was mehr als 4K sollen denn die bitte können? Und das Mikrofon obendrauf, das braucht er hier jetzt wirklich nicht, weil den Wind, den kriege ich auch mit dem Lavalier aufgenommen. Ich weiß nicht, ja. Und falls jemand ein gutes Argument hat, warum man solche Riesendinger da immer noch aktiv verwendet, lasst es mich ruhig mal wissen. Vielleicht ist mir da irgendwas entgangen. Bereit, dass es weitergeht? Ja. Ja, das ist so viel los auf einmal. War gerade eben nur ruhiger. 20 years or so. When I close my eyes, I see how we all were tripping with beliefs. Ooh, and our hearts were young and free. We had set our minds to leave. The world on wheels. Cross the borders of Morocco. Take a journey to Dubai. Jetzt sieht man langsam die Wolkendecke wieder. Wir fahren jetzt gerade auf der anderen Seite vom Teide wieder runter auf der TF38. Und wir sind uns noch gar nicht sonderlich sicher, ob wir auf die Art und Weise wieder zurückkommen. Also ob da überhaupt eine Straße nach Puerto de la Cruz geht. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich mache noch einen kurzen Stopp, ein paar Fotos, weil mir die Wolkendecke von oben wesentlich besser gefällt als von unten. Genau, genau. Dann suchen wir so langsam was zum Mittagessen. Aber mit dem Roller kommt man ganz gut hoch. Soweit schon mal ganz in Ordnung, gell? Dann noch einen letzten Blick. Das ist ja wahrscheinlich, ja. So, wir sind in Puerto zurück. Der Wind ist jetzt richtig heftig, das heißt, ich mache noch ein paar. Ich versuche noch ein paar schöne Aufnahmen. Boah, noch ein bisschen Windschützen hier. Ich versuche noch ein paar schöne Aufnahmen vom Meer zu machen und von den Wellen, die hier so geil brechen. Temperatur ist okay. Wie gesagt, jetzt recht windig. Und Sonne jetzt erstmal weg. Also Tag 1 mit dem Roller. War eine sehr nette Geschichte. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Ciao. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly.